Ein weiterer wunderschöner Tag, um ihn mit Need for Speed Most Wanted fortzusetzen, finde ich. Hab vergessen, was ich machen muss. Das Runden-K.O. Arg ist das lang. Und wenn das in die Hose gehen sollte... Ach, naja. Ich glaube, ich habe schon größere... Scheiße gebaut. Zwar nicht viel größere, aber naja. So, dann wollen wir doch mal. Ja klar, noch mehr wegschieben ging wohl nicht, wie? Interessante Kurve. Nee, ich fahr mal hier lang, weil ich glaube, das ist kürzer. Ja, ist es. Oh, da geht's aber auch gut bergauf. Uffa! So sehr bergauf, wir fliegen schon. Waren wir hier schon mal? Mit Sicherheit nicht, oder? Ah, doch, doch, das ist so. Oder? Ich sehe nur Grün und Kurven, das könnte alles mögliche jetzt sein. Ah ja, der fährt ein, der Wagen von Test fährt da vor uns. Ach, der Watson ist wieder mit dabei. Oh, Watson, dein Auto sah beim letzten Mal aber besser aus. Das weiß ich noch. Wow! Oh, da ging... Ach, das war die Kurve hier, ne? Ja, 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 genau. Die habe ich beim letzten Mal schon nicht gerallt. Da ging ja diese Abkürzung dadurch. Ja klar. Nehme ich gerne mit. Komm, mach Platz. So. Diese Kurve muss ich mir, die Abkürzung muss ich mir unbedingt merken, weil ansonsten, wie soll man denn da sonst durchkommen? Das ist ja fast unmöglich. Gut mit einer Handbremse, aber selbst dann... wird das sehr, sehr schwierig. Hey Watson, was geht ab? Oh, also Campton Beach ist mir einfach ein bisschen zu bergig. Wo sind denn die anderen? Hä? Kleben, ach, die kleben alle ineinander. Klar, ich nehme immer gerne ein paar andere Verkehrsteilnehmer mit. Schönes Tor, durch das wir gerade fahren. Ups, wo sind wir denn jetzt? Uferpromenade wohl, ne? Wer stellt denn die Tische bitte mitten auf die Straße? Das ist doch Wahnsinn. Ja, gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht genommen, so. Den Tunnelsound soll man nicht stören, dafür ist er viel zu cool. Nein, der Watson ist ausgeflogen. Oh ja, schön über das Taxi drüber. Der Watson ist rausgeflogen. Der war doch vorhin noch ganz vorne mit dabei. Watson, was ist passiert? Nein! Und wie soll Sherlock jetzt diesen Fall lösen? Klar ist der Burning Rubber jetzt auf einmal wieder ganz nah ran. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Naja, Wunder der Technik wohl, ne? Hat wohl seine Ersatzteile bei Saturn angekauft oder so. Hier rein! Ja, aber jetzt weiß ich wenigstens, wo es ist. So.
So kann man es auch machen. So, da-da-da-dam. Oh. Das ist auch eine Kurve, die hat auch was für sich. Oh. Oh, das ist eine lange Strecke. Das war jetzt mal gleiches Gehupe, Leute. Ihr könnt Zwillingshupen machen. Oh, das war jetzt irgendwie ein bisschen mehrdeutig. Egal. Zu spät. Ja, dann wird der Phil jetzt wohl rausfliegen, genau. Ja, warum denn nicht? Also nur noch ich und... Wie heißt Burnin' Rubber. Habe ich auch noch nicht gehört, den Namen. Wie man auf sowas kommt. Burnin' Rubber fährt außen rum. Naja, das macht nichts. Der kommt wieder. Ja, wunderbar. Sehe ich aus an der Seite. Klasse. Was für geile Lack-Dreckstreifen da sind, ne? Lack-Dreckstreifen, was für ein Blödsinn. Es wird schon Abend. Ernsthaft jetzt? Ich habe noch nicht erlebt, dass es in diesem Spiel, dass wir da bei Nacht unterwegs waren oder so. Scheibenkleister! Fahr! Ja, die Kurve war so schlecht genommen, wie es eigentlich nur möglich war. Entschuldigung, dass ich das nochmal spannend gemacht habe. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass der Burnin' Rubber sowieso rangekommen wäre, egal was ich gemacht hätte. Von daher... so oder so, das hätte null Auswirkungen gehabt. Ich hasse diesen Abschnitt. Also dieses Bergige und so, das mag ich gar nicht. Da verliert man immer so viel Geschwindigkeit und... Ach, nee. So, und wenn jetzt nicht nur einige schief geht, gewinne ich das wenigstens. Ich gewinne es. Was? 7 Minuten 38 hat das gedauert? Nicht zu fassen. Das ging ja übel lange. Ist schon wieder ein halbes Video mit rum. Mit einem Rennen. Naja gut, dafür sind jetzt alle Rennen fertig. Dafür habe ich noch keinen Meilenstein. Ha, ha, ha. Ja, warum wohl? Oh, ich habe mir die noch nicht angeguckt. Ich schaffe sie bestimmt nicht, aber ich will sie mir mal angucken. Ja, geil. Wo ist denn die? Ja, wieder mal die berühmten 3 km/h. Ist das nicht schön? Ich fahr jetzt mal hier hin kurz. Parke vor der Kathedrale. Ne, das ist keine Kathedrale, das ist ein Scheißhaus. Nehmen Fahrt auf und fahr zurück. Ach komm schon, das musst du jetzt noch hinkriegen. Nee, das kriegt er nicht hin.
Dafür ist er einfach echt ein klein bisschen langsam. Dann machen wir mal schnell Folgendes, weil ich glaube fast, dass der Golf von der Beschleunigung fast noch besser sein dürfte. Versuchen wir den nochmal ganz schnell mit dem Golf, sonst wechsle ich wieder. Aber... ja, das mit dem Rückwärtsfahren muss ich echt noch üben. So, jetzt bin ich weit genug weg. Bin ja schon fast am Arsch der Welt. Dann fahren wir mal zum Naval Shipyard. Wow! Ich hab die Kurve hier vergessen. Das ist unser Golf ja echt noch besser. Ja, ja. Auf den ist halt einfach immer noch Verlass. Das ist wie bei alten Möbeln oder bei altem Besteck. Das, was schon 30 Jahre alt ist, hält immer noch besser als das, was man sich gerade erst zugelegt hat. Wo war denn die? Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ich fahre aber einfach mal los. Oh ja, da war letztes Mal hier noch der ganze Verkehr. Oh ja, war das nicht hier? Nee. Hä? Doch, hier war der ganze Verkehr. Oh ja. Das war echt Pech. So, da haben wir auch die nächste. Nein, nicht schon wieder. Achte auf die Fahndungsstufe des Wagens, den du fährst. Jeder Wagen hat seine Fahndungsstufe. Du kannst hier die Cops am besten vom Leid halten, indem du dafür sorgst, dass die Fahndungsstufe des Wagens, den du fährst, nicht so hoch ist. Jedes Mal, wenn die Fahndungsstufe um eine Stufe steigt, wird die Taktik, mit der die Polizei vorgeht, deutlich aggressiver. Du kannst deine Fahndungsstufe senken, indem du einen anderen Wagen fährst und indem du Rennen gewinnst oder Verfolgungen entkommst. Nee, echt jetzt. Am schnellsten geht es, wenn du das Aussehen deines Wagens veränderst. Neue Lackierung, Karosserie, Kit, Spoiler, USW. Die Veränderungen haben nicht alle dieselbe Wirkung. Dieselbe schreibt man übrigens zusammen. Sind aber auf jeden Fall nützlich. Versuch die Fahndungsstufe deines Wagens immer um eine Stufe zu senken, um ein spürbares Ergebnis zu erzielen. Halt die Klappe, du blöde Schlampe. Ich kann es nicht mehr hören. Vor allem, was kommen die Nachrichten denn, nachdem ich schon 4 Blacklist-Gegner besiegt habe? Bisschen sinnlos? Wie wär's damit? Hier war letztes Mal doch außen im Verkehr, oder? Ich weiß nur, dass ich beim letzten Mal hier auch einfach Pech hatte mit den Radarfallen. Weil der Lancer war nicht weit davon entfernt, hat wirklich viel gefehlt. Aber das ist irgendwie unser Golf einfach noch ein bisschen besser. So, damit hätten wir das nämlich auch schon. Moment, was? Wie viel brauchen wir? 4. Gut, dann fehlt ja nur noch einer, ne? Ja, das sind jetzt leider hier alles die ganzen Verfolgungen. Na, dann machen wir das nochmal. Und für die, die jetzt ganz aufmerksam waren, ihr habt gemerkt, ich habe nicht zum Lancer zurückgewechselt. Ja, ich bin leider ein bisschen inkonsequent in meinem, in dem, was ich tue. Krach. Nein, nicht den Wasserturm. Dann stirbt er doch. Tut mir leid, Kollege. Nein, örtliche Behörden, wo seid ihr? Ich vermisse euch. Ah, wo seid ihr? Kommt her. Oh Mann. Klasse. Zentrale, hier ist Bravo 28. Ich fordere 1085 an. Ich bin ganz alleine in diesem Sektor. Du bist ganz alleine, oh. Keiner will mit dir abhängen und Racer jagen. Das tut mir aber leid für dich.
Dann... Ups, so hatte ich das nicht vor. Hier sieht man rechts übrigens noch... Da ist es! Genau, Singular Raising the Bar. Ach, hier ist jetzt mein neuer Unterschlupf übrigens, ne? Nur, dass ich das mal so gesagt habe. Habe ich jetzt auch gerade erst gesehen. Ganz nett. Naja, gut. Dann muss ich das mit der Verfolgung leider auf das nächste Video verschieben. Tut mir leid. Aber da die Behörden jetzt gerade irgendwie keine Lust hatten, naja, gut, da kann ich dann auch nichts für. Auf jeden Fall werde ich gucken, dass ich die Meilensteine alle in einer einzigen Verfolgung dann abhake. Und dann ist der Baron hoffentlich dann auch mit im nächsten Video dann schon fertig. Darauf dürft ihr gespannt sein. Ich werde es auch mit dem Golf... Ja, ich werde es wahrscheinlich nochmal mit dem Golf versuchen, die Verfolgung zumindest. Weil da ist die Chance höher, dass dann mehr Cops kommen, mehr Einheiten, dann kriege ich das schneller auch durchgebrutzelt. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.